So ist der Stand meiner Grundstückssuche. Herzlich willkommen bei Vegan und Autark, Leben im Tiny House. Ich bin Michael und auf meinem YouTube-Kanal geht es um das Leben im Tiny House und momentan um die Suche nach einem geeigneten Grundstück für ein Tiny House. Und ich glaube, es ist jetzt die Folge 57 meiner YouTube-Serie. Und schön, dass du wieder da bist. Erstmal einen schönen dritten Advent wünsche ich dir. Ich dachte, ich nehme das Video mal auf, wie du hier siehst. Ich bin gerade hier im Wald unterwegs und es ist tatsächlich immer so einer der Orte, wo es mich immer wieder hinzieht und wo ich mich auch am wohlsten fühle. Und ja, von daher dachte ich mir, nehme ich das doch mal auf hier mit einem Blick in die Sonne. Ja, was kann es Besseres geben als Sonne im Dezember? Ja, genug der Vorrede. Ich möchte dir einen kurzen Überblick geben, wie es bei meiner Grundstückssuche ausschaut. Und ich habe mir gedacht, dass es vielleicht auch interessant sein könnte, wenn ich darüber tatsächlich so, vielleicht mal die erste Statistik auch erhebe, wie es denn so ist, in Deutschland ein Tiny House zu suchen. Und alles Weitere hörst du jetzt im Voice-Over. Und lass uns mal in die Daten reinschauen. So. Insgesamt habe ich 35 Grundstücke recherchiert, die zu mindestens 80% meinen Suchkriterien entsprechen. Und ist eine ganze Menge, wie ich finde, an Grundstücken. Und über meine Suchkriterien habe ich ja schon mal in einem anderen Video gesprochen. Ich möchte sie dir hier nochmal zeigen. Und natürlich erfüllen jetzt eigentlich alle Grundstücke, dass sie in Deutschland sind, dass sie Eigentumsgrundstücke sind, dass sie voll erschlossen sind. Spannend sind jetzt eben noch die Punkte, wie groß sind die Grundstücke und wie viel kosten sie. Und natürlich auch noch den Punkt der Lage, zu dem ich aber später komme. Ja, der Quadratmeter von meinen recherchierten Grundstücken kostet durchschnittlich 55 Euro pro Quadratmeter. Und die Spanne war von 14 Euro bis 245 Euro. Okay, die 245 Euro, das war ein Spaß in der Villengegend, wollte ich mir mal angucken, aber ist natürlich Blödsinn gewesen. Was die Grundstücksgröße angeht, die Grundstücke, die ich angeschaut habe, sind durchschnittlich 1022 Quadratmeter groß und da war die Spanne von 400 Quadratmetern bis 2400 Quadratmeter. Schauen wir mal weiter. Und was habe ich hier noch Schönes für dich? Ja, genau, 17 Grundstücke sind schon aus dem Rennen, weil entweder kein Flachdach erlaubt wurde in vielen Stellen, weil mein Tiny House hat ja ein Flachdach, oder weil ich die Grundstücke selbst halt als unattraktiv empfunden habe. Zum Beispiel bin ich irgendwo mal ausgestiegen und da hat es halt irgendwie ganz merkwürdig gerochen und dann habe ich gesagt, nee, das ist nichts für mich, weil da irgendwie so eine komische Zuckerrübenfabrik in der Nähe war. Ja, 6 Grundstücke habe ich jetzt mal als neutral markiert. Da fehlen einfach noch Informationen, wie zum Beispiel der Bebauungsplan, sodass ich da jetzt auch noch nicht wirklich sagen kann, ob das was für mich ist oder nicht. Das kommt aber noch im Laufe der Zeit rein, diese Information. Also da kann noch was Gutes draus werden. Und 8 Grundstücke sind, sage ich mal, in der Pipeline. Da kann eine Bauvoranfrage gestellt werden in der Zukunft jetzt oder eben auch noch abgewartet, weil ich habe halt viele Grundstücke auch in der gleichen Gegend und da möchte ich nicht bei allen gleichzeitig eine Bauvoranfrage stellen und dieses Amt dann so überlasten. Und 4 Grundstücke sind heiß, wie ich mal so sagen würde. Da bin ich ganz konkret in Gesprächen und jetzt sogar schon morgen am Montag erhalte ich da wahrscheinlich schon über einen Makler, mit dem ich in Kontakt bin, eine Antwort, ob es möglich ist, da ein Tiny House zu bauen. Also sieht ganz gut aus, würde ich sagen. So schaut es momentan aus. Das sind so die Daten momentan. Und das Problem ist, ich weiß jetzt gerade noch nicht, wie meine Statistik aussieht, während ich das Video dazu hier passig aufnehme. Von daher ist es etwas schizophren gerade. Und jetzt kommt das Outro. Schau einfach nächsten Sonntag wieder rein, wenn es heißt Vegan und Autark leben im Tiny House. Und dann gibt es vielleicht schon Neuigkeiten bezüglich meiner Grundstückssuche. Und ich wünsche dir alles Gute und mach was Schönes. Zum Beispiel mal einen Waldspaziergang, um dein Immunsystem zu stärken. Das wäre doch mal eine ganz tolle Sache heute, oder? Bis dann, mach's gut, tschüssi.